Ja, gut, jetzt haben wir gestern natürlich das Thema französische Küche gehabt. Insgesamt haben die sich sehr viel Mühe gegeben. Es gab ein paar feine Gerichte und es gab ein paar, sag jetzt mal, so rustikale Gerichte, wie jetzt Maispolade mit der Weißwein-Senfsoße. Ja. Ich fand, dass das Niveau jetzt nicht ganz oben war, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, okay, gut, was haben sie hier veranstaltet, Gottes Willen. Dieses Küchlein und kurzgebratenes von der Maispolade, alles top gemacht, geschmacklich sehr gut, mich super überzeugt, für mich Tagessieger. Ja. Ich weiß auch nicht, ich habe echt Gänsehaut bekommen im Studio. Dieses Plätzchen und auch Törtchen von der Maispolade mit dem Ratatouille-Kompott, oh, das war super. Ja, gestern hat Selma einfach aus meiner Sicht im Vergleich zu den drei Männern ja wahrscheinlich, wenn man das auch so bezeichnen darf, den größten Fehler gemacht. Sie hat nämlich wirklich auch meine Anweisung ignoriert. Ja, ja, ja. Ich habe ihr mehrmals gesagt, bitte brate diese Haut der Entenbrust schön kross an. Also ich finde, die sind relativ wenig angebraten. Also ich würde sie ein bisschen mehr anbraten, wenn du mich fragst, weil okay. Die kriegt im Ofen normalerweise nicht so richtig, es sei denn, du nimmst ganz heiße Temperaturen, aber das Fleisch durch. Nee, ja, ja. Schön dunkel anbraten, gell? Okay. Das war Merde. Die Haut hätte ein bisschen knuspriger sein können, schau mal. Mhm. Die ist sehr kurz angebraten worden. Ja. Insgesamt hätte die ein bisschen auch länger im Ofen sein können. Nun ja, so ist das Spiel. Ich gehe mit der Entenbrust fliegen. Am Ende hat das Hauptprodukt darunter gelitten und somit musste leider die Ente und auch Selma halt gehen. Für mich hat es leider nicht gereicht. Ich mache Platz für die Männer und ich wünsche allen Kandidaten weiterhin viel Glück. Drückt die Daumen und freue mich auf den Finalisten. Heute gibt's den Warenkorb. Leckere Wirsing. Kokosnuss. Koriander. Und genau diese drei Pflichtzutaten müssen unsere Kandidaten heute auch verarbeiten. Vielen Dank dafür. Die Zutaten sind echt herausfordernd. Ja, nee, ist. Ist wirklich kein schöner Warenkorb. Ich hoffe, ich kriege das alles so hin, wie ich es mir vornehme. Ein Fehler ist mal raus. Ich möchte wenigstens einmal den Tagessieg noch erreichen und der wäre mir morgen am liebsten. Also ich glaube, Daniel zieht ins Finale an. Natürlich, Finale. So muss es sein und so soll es hoffentlich sein. Ich habe riesig Bock, ins Finale einzuziehen und ich wünsche den anderen viel Glück und alles Gute. Genau, für mich. Das wird echt spannend. Donnerstag, reines Männerkochen. Das hat es hier, glaube ich, auch schon lange nicht mehr gegeben. Wir sind am Tag 4 der Küchenschlacht. Heute geht es bei uns um Kreativität, um Vorstellungsvermögen, um Zutaten, die nicht einfach ganz so einfach zum Zusammenstellen sind. Auf jeden Fall, es wird spannend. Herzlich willkommen und ich würde sagen auch herzlich willkommen den Stars dieser Küchenschlacht, nämlich diesen drei Männern. An die Töpfe, fertig, los. So, jetzt bin ich mal sehr gespannt, denn als ich diese Zutaten bekommen habe und ich mir was überlegen sollte, weil ich übrigens auch was für Sie heute koche, dann habe ich mir gedacht, welcher Beklopfte hat das eigentlich ausgesucht? Es ist nämlich wirklich nicht normal, dass man aus diesen außergewöhnlichen Zutaten, zumindest von der Zusammenstellung her, etwas Kreatives machen kann. Und Sie sind jetzt bestimmt gespannt, was meint der damit? Wir schauen uns das mal an. Wir haben nämlich hier ein Tablett. Und dann geht's los. Also zunächst mal beginnen wir mit den Hauptzutaten. Die Hauptzutaten sind tatsächlich Korianderkraut, Wirsing und Kokosnuss. Also ich glaube, da werden schon jetzt die meisten denken, was kann man damit überhaupt machen? Natürlich gibt's noch weitere Zutaten. Sojasauce, Räuchertofu, Five Spice Powder. Dann habe ich hier die Walnüsse, Hähnchenbrust und Shiitake-Pilze. Und selbstverständlich natürlich, liebe Zuschauer, gibt es das Standardsortiment, was man in der Küche hat, Mehl, Zucker und so weiter. Aber vielleicht einmal aus persönlicher Sicht. Ich habe überlegt, was machst du mit Wirsinggemüse? Deutsches Produkt, klassisch. Was machst du mit einer steinharten Kokosnuss, die es eigentlich nur, also gibt ihn zu Milch verarbeitet oder zu Kokosraspel und dann Korianderkraut. Das ist etwas, was viele Leute nicht mögen, weil es so seifig schmeckt. Ich bin also sehr gespannt. Ich kann Ihnen auch was sagen, was ich mache. Von mir gibt es nämlich heute Wirsingröllchen, asiatisch gefüllt mit Hühnchen und Korianderkraut.
Shiitake-Pilze kommen auch dazu. Und dann gibt es dazu eine Soße mit Kokos und mit einer Currypaste. Also das ist meine Idee. Aber ich bin sehr gespannt, was unsere Kandidaten daraus machen. Und ich freue mich, dass er wieder da ist. Herzlich willkommen, lieber Daniel. Schön, dass du wieder heute kochst. Zweimal Tagessieger. Am ersten Tag habe ich mir gedacht, na ja, das wird so einigermaßen. Aber die letzten beiden Tage, muss ich sagen, souverän. Vielen Dank. Ja? Ja, ich habe mich gut reingearbeitet, reingefunden. Und ja, bin kreativ. Ja, so, jetzt erzählen wir mal, auch deine Reaktion würde ich gerne wissen, als der Hinweis kam, Korianderkraut, Kokosnuss und Wirsing. Verrückt. Ich habe mir die Zutaten angeguckt und dachte, nee, daraus kann man nichts kochen. Aber du musst. Koriander mit Wirsing. Ja, und dann bin ich irgendwie, ich weiß nicht, drauf gekommen, dass ich so eine Art Roulade mache. Kennt man vom Wirsing her. Habe ich mir weitere Zutaten durch den Kopf gehen lassen und dachte, okay, dann machen wir eine Art Cordon Bleu, aber etwas anders. Ich mache eine Farce, wickel die Farce praktisch, bestreich meine schönen Wirsingblätter und mach daraus eine Rolle. Und so habe ich mir dann den Koriander noch überlegt, wie kann ich den verarbeiten. Dann habe ich den noch mit eingebaut und Kokosnuss, habe ich gedacht, ich mache eine Salsa mit Zwiebeln ein bisschen und reduziere das ein und hoffe, dass das schmeckt. Du hast ein Foto, glaube ich, oder? Ich habe ein Foto, ich habe es mal Probe gekocht. Okay, ja. Dann schauen wir uns das mal an, weil das möchte ich mal sehen, wie das aussieht. So, hier sehen wir jetzt das Foto. Erzähl mal genau. Also das ist das Cordon Bleu. Genau, das ist praktisch das Cordon Bleu. Ich mache eine Farce, bestreiche die Blätter, die Wirsingblätter und wicke immer wieder ein Blatt dazu ein. Und ganz am Schluss kommt ganz hauchdünn das Hähnchen nochmal rein und dann wickle ich das und paniere das raus und frittiere es. Also sieht sehr gut aus, muss ich sagen, Kompliment. Ich bin auch sehr gespannt, was darauf der Reinhard für eine Antwort hat. Herzlich willkommen, lieber Reinhard. Hallo Johann. So, auch du, muss ich sagen, kochst sehr solide, immer guter Geschmack, schöne Portionen. Schöne Portionen. Also so richtige rheinländische Portionen, ja, das sein, ja. Kann man so sagen. Ja. Was hast du gedacht, als du die Zutaten bekommen hast? Ich wollte direkt wieder aufhören. Also ich wollte es direkt löschen, aber dann hat mir natürlich überlegt, was macht man, ne? Ja. Da die extra Zutaten asiatisch waren, habe ich dann in die asiatische Richtung gelenkt. Und jetzt koche ich halt einen Wirsing asiatischer Art. Ja. Und Hähnchen-Shiitake-Pilze. Okay. Und kandierte Kokoswürfel. Gut, dann lass uns das mal anschauen. Das ist natürlich auch eine sehr außergewöhnliche Kombination. Du hast ja auch das ganze Probe gekocht. Also Wirsing asiatischer Art verstehe ich wahrscheinlich so mit Chili, Kokosnuss, Ingwer. Oder Ingwer gibt es ja keinen. Doch. Gibt es Ingwer? Ingwer dürfen wir, ja. Ah, bei den Zusatzzutaten. Okay, alles klar. Und daneben, das sind die Spieße. Das sind die Spieße, ja. Und was ist es rechts in dieser Holzschale? Das ist die Kokosnussschale, weil ich das Kokosprodukt auch präsentieren wollte. Und da sind kandierte Kokoswürfel drin. Die schneide ich in Würfel und mache Zucker und brenne die da drin. Ja. Hast du die Kokosnuss zu Hause selber frisch aufgemacht? Ja. Und wie ging's? Das ging gut. Ich habe ein starkes Beil und das ging eigentlich. Okay. So, jetzt wissen wir schon mal, dass zwei Menschen sich da wirklich was Tolles einfallen lassen. Und jetzt müssen wir unseren Mann natürlich noch fragen aus Leipzig. Lieber Maximilian, was war deine Reaktion? Ich dachte erst, es wäre der falsche Warenkorb. Es hätte ja auch sein können, dass der Zusatzwarenkorb ist, den man sich noch aussuchen darf. Aber leider war es dann doch der Pflichtzutatenteil. Ja? Ja, ne, und dann, als ich dann festgestellt habe oder realisiert habe, dass es leider der wirkliche Warenkorb ist, war meine erste Assoziation davon, naja, Kokos und Koriander, da mache ich eine Suppe draus und eigentlich hat man ja die Schälchen hier schon da. Ja. Also richte ich das Ganze dann in der Nuss auf jeden Fall an. Okay. Deswegen gibt es dann von mir ein Kokos-Koriander-Süppchen in der Nuss. Ja. Mit einem Wirsingsalat dazu. Okay, wir schauen uns das mal an. Also Kokos-Koriander-Süppchen mit einem Wirsingsalat. Wir gucken mal, was du zu Hause da... Oh, das sieht gut aus hier. Hervorragend, oder? Das sieht sehr gut aus. Wie hast du die Kokosnuss so schön aufgekriegt, dass sie oben schön glatt ist? Sei ehrlich jetzt. Nee, ich habe mir ein YouTube-Video angesehen. Ja, und?
Nee, einfach wirklich bloß mit dem Messerrücken auf der Hälfte immer rumgeklopft von der Kokosnuss. Ja. Bis dann der Riss entsteht. Und dann kann man die wunderbar auseinanderknacken. So, dann würde ich sagen, zufällig genau wir so gucken nicht mehr YouTube, wir gucken ZDF Küchenschlacht. Hier ist meine Kokosnuss. Jetzt kannst du mal zeigen, ob du das auch hier live präsentieren kannst. Oh Gott. Bitte fang sie auf. Ich bin gespannt, weil ich muss meine nämlich aufmachen. Nehme ich lieber ein ZDF-Messer dafür. Ja. Ich hoffe, du brauchst das Wasser nicht, weil nee, das bleibt jetzt raus. Brauche ich nicht. Ich brauche nur die Raspel. Gib her, es gibt's mir. Also ja, du darfst ja nicht. Leg's dahin. Also offen ist sie. So. Ja, aber deine war so schön glatt. Aber guck mal hier. Das geht gar nicht so schwer. Ja. So, also jetzt wissen wir, was unsere Kandidaten kochen. Ich hoffe, sie haben das zu Hause alles festbehalten. Und ich darf Ihnen jetzt schon mal sagen, dass ich auch natürlich eine Roulade mache. Diese Roulade besteht im Außen natürlich von Wirsingblättern. Ich habe hier einfach Salzwasser zum Kochen gebracht. Die Blätter werden jetzt hier einfach reingegeben, kurz, damit sie schön bissfest bleiben. Und dann werden sie auch gleich ins kalte Wasser gegeben, damit sie nicht die Farbe verlieren. Das müsst ihr auch machen zu Hause bei Gemüse. Wenn man Gemüse blanchiert, immer gleich dann in Eiswasser abschrecken. Das ist eine wichtige Hilfe. Sonst hast du nachher schon von vornherein graue Wirsingblätter. So, und jetzt werde ich als nächstes verschiedene Zutaten zusammenhacken. Ich habe hier vorne, kann man kurz mal zeigen, Shiitake-Pilze einfach langsam angebraten, weil die ein bisschen abkühlen müssen. In einer Pfanne mit Sesamöl, etwas Butter, Rosmarin und Thymian. Ich nehme jetzt hier Hähnchenbrust, Schalotten, Knoblauch, dann Räuchertofu, etwas Chili, Schote, Five Spice Powder, geräuchertes Paprikapulver und natürlich geräucherten Paprika habe ich hier und Salz. So, und dann tue ich das Ganze jetzt hier zu so einer schönen Paste hacken, damit ich das nachher in die Röllchen füllen kann. Und ich habe gerade vorhin mit meinem Regisseur gesprochen oder unserem Regisseur, der hat mir gefragt, woran ich erkenne, dass Chilischoten scharf sind. Horst Lichter hat früher gesagt, Chilischoten sind dann scharf, wenn es zweimal brennt. Einmal, wenn man sie isst, und das zweite Mal, das wissen Sie schon, was ich damit meine. Aber man kann natürlich auch ganz vorsichtig so mit der Zunge da vorne probieren. Jetzt hat mir der Redakteur gerade gesagt, ganz schlimm sind die Chili, wenn es auch beim Kanalarbeiter brennt. Jetzt sehen Sie mal, welchen Spaß wir haben beim Kochen. Hier sind nur beklopft unterwegs. Aber so muss es sein. Auf jeden Fall kann ich euch sagen, dass diese Chilischote extrem scharf ist. Deswegen. Ich finde es ja toll, dass die Kameraleute die Kamera nicht mehr halten können. Aber ihr lieben Leute zu Hause, wenn das Bild jetzt unscharf ist, dann liegt es nur an der scharfen Chilischote, ansonsten gar nichts. So, weiter geht's. Komm, rüber zum Daniel jetzt. Daniel, mach du weiter. Die Kokosnuss rösche ich jetzt nur mal an. Und da kommt dann nachher die Zwiebel noch dazu. Und lasse das dann auch richtig einreduzieren, um so eine Art Sogo zu machen. Das wird die Salsa. Mhm. Ich muss jetzt mal gucken, wie sich die Kokosnuss verhält. Deswegen habe ich da zweierlei Größen, je nachdem, wie durch sie wird. Aber und sag mir jetzt mal eine Gewissensfrage. Kokosnuss, die verändert sich ja durchs Kochen nicht, oder? Also ich hoffe, dass sie ein bisschen schlonsig wird. Was? Ja, wenn ganz klein und ich ordentlich hitze, ja, hoffe ich, dass die sich mit der Konsistenz mit der Zwiebel ein bisschen schleimig wird. Aber Rainer, du hast doch gemacht diese kandierten Kokosnüsse. Und kandiert? Gebraten. Wären die weicher? Nein, nicht unbedingt. Nee. Nicht vielleicht, unbedingt, wenn man sie kocht, aber braten jedenfalls mal nicht. Wären sie nicht weicher, gell? Also ich kann mir das auch nicht vorstellen, weil die sind so knüppelhart. Normalerweise werden die ja dann hergetrocknet und zu diesen berühmten Kokosraspel zu Chips verarbeitet. So, also, alles klar bei dir, Reinhard, weit bist du? Alles klar, bin dran. Ja, erzähl mal, das ist zu wenig. Ich möchte wissen, was du da machst. Also, ich mache gerade die Schale von dem Kokosfleisch ab.
Die braune Schale außen. Die braune Schale mache ich mit dem Sparschäler ab. Ja, warum? Zur Vorbereitung, weil ich dann nachher die Würfel draus mache. Weil wenn man das brät, glaube ich, sieht es nicht schön aus. Mhm. Und wird es vielleicht später, keine Ahnung. Und dann brate ich den Wirsing an. Der braucht man nicht lange, braucht nur 5 Minuten. Und mache dann noch direkt die Shiitake-Spieße, die Hähnchenspieße. Aber du hast ja vorhin mir gesagt, asiatischer Wirsing, richtig? Ja. Was ist ein asiatischer Wirsing? Anbraten, Sojasauce rein, gereibt mit Ingwer rein, Limette, bisschen Salz, Zucker, abschmecken. Aha, okay. Maximilian? Jo. Was machst du denn da? Ich mache gerade das Dressing für den Wirsingsalat. Ja, was ist da, was kommt da rein? Da kommt bei mir rein. Erst einen Schluck Weißweinessig. Ja. Eine gute Portion Honig. Sojasauce wird reinkommen, bisschen Limettenabrieb, bisschen Limettensaft, ein bisschen Orangensaft und Orangenabrieb. Ja. Salz, Pfeffer, ein bisschen Chili und 5 Gewürzepulver. Das kommt da rein. So, jetzt Rouladen. Wirsingblatt, ihr seht hier, das ist richtig schön grün. Handtuch drauf. Dann nimmt man ein Rollholz, damit bricht man so ein bisschen diese Rippen. Das heißt, das Geflecht oder das Wirsingblatt lässt sich nachher besser rollen. Dann gehe ich jetzt her und tue also da drauf diese Füllung. So, ungefähr so viel. Ja, dann mache ich drüber ein bisschen Salz. Und jetzt lege ich da drauf so 2 Shiitake-Pilze. Ja. Dann schlage ich das hier ein, links und rechts, und rolle jetzt diese Wirsingroulade von hinten so schön nach vorne. So, und dann seht ihr hier, dann habe ich so eine Frühlingsrolle gefüllt quasi mit den Zutaten, die wir heute verarbeiten sollen. Ich mache gleich noch eine zweite. Die wird jetzt schön gebraten, mit ein bisschen Fond in der Pfanne gedämpft. Und dann machen wir dazu eine schöne Currysoße mit Pfiff, mit Kokosnuss. Und ich glaube, dann habe ich hoffentlich mein Ziel heute erreicht, dass auch ich die Zutaten alle verarbeitet habe, die man mir vorgegeben hat. So, Daniel. Jawohl. Du bist? Ich bestreiche gerade mein Würsing mit meiner Farce. Ja. Und werde es dann panieren. Ja. Meine Salsa kocht vor sich hin. So, du musst jetzt Folgendes vorstellen. Ich habe nicht gesehen, wie du die Farce gemacht hast. Der Zuschauer hat nichts gesehen oder wenig. Denk einfach mal, du bist jetzt im Radio und erklärst mir jetzt mal genau, was ist eine Farce bzw. was kommt da rein? Also ich mache hier eine Farce. Und zwar besteht die aus Hühnerfleisch, Sahne und Eiweiß. Ja. Die mixe ich auf und verfeine sie noch mit Salz und Pfeffer. Okay. Ich habe noch ein ganz wenig von dieser Chili, von den Chiliflocken rein, einfach um das noch mal ein bisschen zu ergänzen. Eine leichte Schärfe, aber das waren nur 2 Umdrehungen. Okay. Sonst hast du dein Wirsingblatt auch so wie ich ausgerollt mit dem Rollholz oder hast du sie nur einfach ausgelegt? Nee, ich habe es einfach ausgelegt und bestreich's normal, weil ich tue es nachher noch einmal aufrollen und. Du tust es panieren, glaube ich. Panieren dann, genau. Genau, ja gut, dann ist es natürlich, dann brauchst du das nicht rollen, weil das wird dann halt von Paniermehl zusammengehalten. Genau. Aber bei mir kommt das ja so in die Pfanne, ohne dass ich da Paniermehl rummache. Maximilian, erzähl mal jetzt die nächsten Schritte, beziehungsweise was hast du gemacht? Ich habe jetzt gerade das Dressing nochmal abgeschmeckt. Ja. Und jetzt hatte ich kurz vorher noch den Wirsing, den hatte ich vorher kurz blongiert, Eiswasser abgeschreckt, jetzt ein feines Streifchen geschnitten. Ja. Ein paar rote Zwiebelstreifen mit rein. Und jetzt mache ich hier den Salat. Jetzt dieser Wirsingsalat. So. Ja. Darf ich mal, wenn du ein Stück zur Seite gehst, darf ich mal probieren? Das interessiert mich wirklich sehr, weil ich bin noch nie auf die Idee gekommen, Wirsingsalat asiatisch zu machen. Ja, also, ich möchte es nicht sagen, für Wiederkäuer besonders geeignet, aber wird ganz schön hart, oder? Muss der so sein? Naja, soll schon ein bisschen knackig sein, ne? Okay. Weil sonst kann ich auch bloß in Gemüse machen. Was immer auch man unter knackig versteht. Also, schon heftig, aber gut, ist Geschmackssache.
Wer hat das Probe gegessen? Meine eine Schwester plus Vater plus Freund und Stiefmutti. Und was haben die gesagt? Die hatten Tränen in den Augen. War was? Es lag daran, dass ich die. Ich dachte, ich hätte eine Pepperoncini. Und im Nachgang war es aber eine Habanero und die hatte ich im Ganzen da reingeschnitten. Okay. So, wie macht man eine Currysoße, Leute? Eine Thai-Currysoße. Aha, jetzt brauchen wir erstmal ein richtiges Messer. Ich habe hier vorne, ihr seht, in diesem Topf habe ich einfach. Habe ich einfach Schalotten angeschwitzt und habe jetzt hier reingegeben ein bisschen Currypaste, Knoblauch, gebe jetzt hier rein Kokosnuss. Das heißt, das natürlich das Innere der Kokosnuss. Tue das schön anbraten. So, die Schale mache ich nicht mehr, das wird nachher gemixt. Das macht also nichts, weil die Currypaste ist eh schon gelb, dann sieht man den Farbunterschied nicht. Jetzt mache ich da rein ein bisschen Geflügelbrühe. So, und das lasse ich jetzt erstmal schön einkochen, wird dann gemixt und damit das Ganze passiert, kommt noch Sahne rein. Und daneben sehen Sie jetzt hier, liebe Zuschauer, oder seht ihr, ich lasse diese Rouladen schön anbraten. Natürlich nicht zu heiß, weil ich möchte nicht, dass sie gleich von außen verbrennen und dann in der Mitte noch roh sind. Jetzt gieße ich auch hier ein bisschen Brühe dran. Ja. Und mache dann einen Deckel drauf und lasse also diese Rouladen schön langsam in dieser Pfanne schmoren. Mache noch ein bisschen Thymian rein, hier, damit es richtig gut schmeckt. So, da ist irgendwo mein Deckel gewesen. Wo ist der denn schon wieder, der Deckel? Hier ist er. Und dann würde ich sagen, ist bei mir soweit die erste große Vorarbeit gemacht. Ich habe, glaube ich, heute komplett vergessen, wer kommt als Juror. Ein richtig guter Mann. Der ist der Dirigent der Küche. Der zelebriert immer so. Thomas Martin kommt. Bin gespannt, was er davon hält, von unseren Zutaten heute. Ja, ist ein bisschen gemein. Zumindest ist eine Herausforderung, weil Kokosnuss ist natürlich nicht ganz einfach. Da verzweifelt vielleicht der eine oder andere. Die anderen beiden Sachen, das ist in Ordnung, Wirsing und Koriander. Eine Kokosnuss an sich ist ja vom Geschmack her relativ zurückhaltend. Das heißt, da muss man so ein bisschen was machen. Muss mal schauen. Also ich würde mit dem Wasser arbeiten auch, mit dem Kokoswasser und natürlich auch mit dem weißen Fleisch, das vielleicht so kurz gehobelt machen. So. Aber ich würde diese Kokosnuss nur als kleine Zutat innerhalb des Gerichtes verwenden. Also auf jeden Fall freuen wir uns sehr, wenn er kommt. Aber noch sind wir nicht so weit. Jetzt müssen wir erst mal fertig kochen. Reinhard, ja? Du bist hier beschäftigt. Mit was? Ich würfel gerade die Kokosnüsse, Kokosfleisch, ja. Würfel und wird dann in so einem Zucker. Das wären jetzt die kandierten Kokosnüsse als ja. Beigabe. Ja. Was ist da in der Pfanne? Nur Zucker und ein bisschen Wasser. Ja. Das wird das Wasser verdampfen lassen, wird immer wieder geschwenkt. Okay. Dann sollten es wohl schöne Würfel geben. Gut. Und da vorne sehe ich dann von hier die Spieße, richtig? Ja. Erklär mir noch mal ganz kurz hier, das ist übrigens dieses Art Gordon Bleu, war das gerade von Daniel, aber jetzt hier die Spieße beim Reinhard. Reinhard, noch mal deine Spieße da. Shiitake, Hähnchenwürfel angebraten, bisschen gewürzt, vielleicht kommt noch ein bisschen Koriander drauf. Okay. Bisschen Sojasauce abgelöscht. So, ich versuche gerade meine Kokosnuss zu mixen. Ich merke, die macht hier eine Art Let's Dance, ja, weil die tanzt immer schön rundherum um meinen Mixstab. Also ich weiß nicht, ob das jemals geht. Wahrscheinlich. Ja, genau. So ist es, Leute. Jetzt muss ich auch noch Küche putzen hier. Also, nee, ist schwierig. Also, das ist wirklich so. Die sind sehr, sehr hart. Und selbst fürs Kochen gibt es da nicht viel Möglichkeiten. Es klingt so ähnlich, wenn der Zahnarzt mir irgendwelche Weisheitszähne rausbohrt. So, aber macht nichts. Jetzt werden wir erstmal die Soße passieren. Das macht gar nichts. Sorry für die Sauerei, aber es macht nichts. Ihr seht hier, die Nüsse sind genauso noch, wie ich sie reingegeben habe.
leider Gottes weniger Erfolg, aber mir reicht ja auch, wenn schon der Geschmack drin ist, denn ich habe das Ganze mit Kokosmilch aufgegossen. Also ich habe jetzt also beides und das gibt mit Sicherheit einen herrlichen Geschmack. So, jetzt muss da rein Salz, das ist wichtig, ein bisschen Sojasauce und zum Schluss dann werde ich noch Korianderkraut reingeben. Und irgendwas riecht da angebrannt, noch nicht ganz, aber bald. Meine Rouladen, müssen wir mal aufpassen, dass sie natürlich nicht zu lange ohne Flüssigkeit sind, aber ihr seht hier, die werden richtig schön, so die lasse ich bis zum Schluss. Apropos bis zum Schluss, wie lange haben wir noch? 2 Minuten 37, jetzt nochmal eine letzte Runde. Wir fangen an bei Daniel. Bitte nochmal zusammenfassen jetzt, was machst du? Ich schmecke gerade mein Würstchen ab und verklecker mich hier. Ja. Aber das sieht gut aus. Dann habe ich hier ein bisschen Karamell gemacht, wo ich Nüsse als Topping zur Garnitur, ja, und Kokosnuss. Die sind auch gut. Jetzt schaue ich hier mal mein sozusagen Cordon Bleu an. Das müsste fast durch sein, ich hoffe es. Ja. Und mein Sugo ist hier auch. Okay, gut. Also bei dir läuft es gut. Wir sehen nochmal von oben jetzt, dass bei dir alles so in die richtige Richtung läuft. Reinhard, ja, kannst du das auch von dir behaupten? Nein. Nicht? Ich bin etwas aus der Zeit. Aus der Zeit? Warum? Ja, wird. Du hast nur 1,40. Ja, ist gut. Ich bin ja gerade am. Ich versuch's ja gerade. Okay, bei mir sieht man nicht so viel, außer natürlich hier meine Rouladen, die mittlerweile eine leichte Farbe bekommen. Ich mache den Deckel rund um die Soße. Viel wichtiger ist aber natürlich, dass. Das zu sehen, was der Maximilian macht. Und zwar richtest du an, oder? Ja, zumindest den Salat schon mal. Erzähl mal. Ich habe jetzt den Salat in die Schüssel verteilt. Noch mal ein bisschen von dem Dressing drüber. Jetzt versuche ich. Ist das da oben drauf? Orangenfilets oder was? Ich habe noch ein paar Orangenfilets draufgelegt. Noch mal mit dem Dressing ein bisschen. Warum? Eingerieben. Naja, Orange ist noch mal schön fruchtig. Dass das nicht nur nach Dressing schmeckt und Salat, sag ich mal. Aber irgendwie das mit Kokosraspeln, das funktioniert irgendwie nicht. Okay, also wir sind bei 50 Sekunden, Leute. Unter einer Minute, ja? Ja, denkt dran. So, meine Roulade kommt da jetzt drauf. So, dann kommt der Schaum oben drüber, Leute. Vorsicht, Kamera. Ah, die letzten 30. Und dann kommt dann auch drüber ein bisschen Korianderkraut. Ich bin fertig. Reinhard, bist du auch fertig? Ja. So, ja? Sieht schlimm aus, aber. Sieht schlimm aus. Schlimm aus. Das macht aber nichts. Es muss gut schmecken. Ja, da sieht man, der Karamell ist zu lange eingekocht. Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ende. So. Schwierig haben wir jetzt, glaube ich, die Roulade, die Wirsing-Hähnchenroulade. Hm, ja, das kann schon mal ein bisschen heikel sein. Und dazu eben auch die Salsa, wenn die nicht rund ist. Toll, glaube ich, und für mich so ein bisschen Favorit. Die Hähnchen-Shiitake-Spieße mit den karamellisierten Kokoswürfeln auch. Und dann diesen Wirsing mit Kokos abgeschmeckt. Ich glaube, das ist ganz spannend. Drei Zutaten. Koriander, wir sind Kokosnuss, beklopft, aber tolle Ergebnisse. Daniel, zufrieden? Ja, ich bin zufrieden. Nur am Schluss war es ein bisschen heiß, habe mir den Finger verbrannt. Da hat mir ein bisschen die Zeit dann gefehlt. Ich glaube, dass die Roulade ist nicht ganz durch, könnte vielleicht durchziehen. Aber sonst mit allem anderen bin ich zufrieden. Lieber Reinhard, ja? Hier dreierlei von den Zutaten. Insgesamt okay? Vom Optischen her schon, den Rest lasse ich den Thomas Martin entscheiden. Die Kokoswürfel sind ein bisschen zu durch, ist der Karamell ein bisschen zu stark gewesen. Maximilian, ich sehe hier wirklich optisch zumindest ein tolles Bild von mir. Schmeckt's auch so? Ja, doch, schon. Diesmal hat hoffentlich der Thomas keine Tränen in den Augen, aber ich habe mich zusammengerissen, dass es nicht so scharf ist. Aber sonst, nö, ich habe nichts auszusetzen. Das ist eine gute Voraussetzung jetzt für unseren Juroren. Also, ich möchte mich ja nicht selbst loben. Also, das, was ich gemacht habe, schmeckt mir. Aber das heißt ja nichts.
Ich bin hier nicht im Wettbewerb. Herzlich willkommen, hier ist der junge Mann mit dem guten Geschmack. Thomas Martin, komm rein. Lieber Thomas, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ich freue mich auch sehr. Ja, ich fange mal an hier. Sieht nach Suppe aus. Und zwar Kokos-Koriander-Suppe in der Nussschale mit asiatischem Wirsing-Räucher-Tofu-Salat. Das ist sehr hübsch angerichtet hier in der Schale, auch mit dem Teller hier drunter. Und was habe ich hier nochmal, falls die Suppe schmeckt, nochmal Nachschlag? Ja, man hatte hier Angst, dass du nicht satt wirst. Ja, ist recht. Ist klar. Gut, dann werde ich mal die Suppe zuerst probieren. Ja, schöne Schärfe, sehr angenehm. Kokosgeschmack kommt auch sehr gut rüber. Der frische Koriander. Milch oder Sahne merke ich ein bisschen. So Kokosmilch oder so gab es nicht, oder? Oder gab es das auch? So als also ich weiß es nicht. Also ich habe welche gehabt, aber ich glaube, dass die Kandidaten das nicht hatten. Mhm. Nee? Aber die Suppe ist sehr ausgewogen. Ja. Koriander, Schärfe, schöne Konsistenz. Die Suppe ist richtig gut. Ja. Gut gelungen. Sehr gut, freuen wir uns. Ist ein guter Einstieg. Dann haben wir hier den asiatischen Wirsing-Räuchertofu-Salat. Ich sehe Orangenstückchen, großzügig Koriander. Dann ist hier nochmal der Wirsing drunter, rote Zwiebeln. Mhm. Gut, ich probiere mal. Ja, mit Zitrone auch gearbeitet. Oder Orange kommt auch gut rüber. Also diese Zitrusaromen, sehr, sehr schön. Dann haben wir hier den Tofu. Geschickt gemacht, weil klein geschnitten. Und dadurch kommt er eben nicht so derb rüber, sondern eigentlich sehr, sehr schön und ergänzt wunderbar diesen Wirsing. Also, es wäre echt nicht einfach, aus diesem Warenkorb was Tolles zu machen. Aber das ist hier wirklich sehr, sehr gut gelungen. Salat, Suppe, sehr schön. Also Aufgabe voll erfüllt. Danke sehr. Aufgabe voll erfüllt. Prima. Hähnchenfarce im panierten Wirsingmantel. Mit Kokossalza und Koriander. Okay. Kokossalza, ich sehe den Kokos schon mal, ist dabei. Wirsing ist dabei und Koriander. Okay. Was ich gerade überlege hier ist Farce, da ist aber auch Hühnchen so drin, genau. Da ist Hühnchenbrust drin und auch hier die Farce. Okay. Ich fange direkt an und schneide das hier einmal durch wegen der Garstufe. Es ist erstmal hübsch angerichtet. So, gucken wir mal. Ja, könnte ein bisschen fest sein hier, der Wirsing. Panade, sieht aber erstmal schön aus. Und Geflügelfarce, komplett, sehr gut. Okay, ich probiere. Saftig. Mandel ist knusprig. Wirsing hätte man ein bisschen länger pochieren können. Ja, ist so bissfest. Ja, sieht aber schön aus, wenn man das so sieht hier. Sieht aus wie ein Cordon Bleu, gell? Schmeckt auch so ein bisschen in diese Richtung. Ja, also ich finde diese Roulade oder diese, ist gar nicht so, finde ich ganz gut gelungen, ja? Muss ich sagen. Man hätte sie vielleicht noch einmal durchschneiden können, sodass es ein bisschen feiner rüberkommt auf dem Teller, aber sie ist handwerklich, ist sie gelungen. Bis auf den Wirsing tick so fest, aber ich finde es gar nicht so schlimm. So, dann machen wir weiter hier. Dann ist hier so eine bisschen Wirsing-Gemüse noch mal drunter hier so. Ganz fein geschnitten. Gucken wir mal. Ja, schön à la Creme. Mit Sahne wurde hier nicht gespart, aber es schmeckt gut. Da wurde so die äußeren Blätter genommen, so ein bisschen für. Das ist sehr dunkel.
So, da haben wir hier die Kokos-Salsa. Okay, gucke ich mir mal an. Das sind Walnüsse hier. Kokos. Das hier. Kokos so runtergeschnitten. Könnte man ein bisschen feiner schneiden, dann ist das nicht ganz so rustikal im Mund. Da ist aber auch gehobelter Kokos dabei und der Koriander. Zwiebel. Also, man sieht, ich esse das ja auch fleißig hier, weil auch die Walnuss kommt gut. Also diese Salsa ist zurückhaltend. Fehlt ein bisschen Säure vielleicht, aber das Ganze in der Summe ist auch wirklich sehr gut gelungen. Auch da. Schön. Hähnchen, Shiitake, Spieße, Kokos-Wirsing-Gemüse, karamellisierte Kokoswürfel. Okay, da wurde sehr viel der Kokos eingebaut. Ja, es sieht auch hier erstmal ansprechend aus. Alles drauf. Koriander ist dabei, Kokos ist dabei, Wirsing ist dabei. Da wurde auch wieder die Schale, die Kokosschale mit eingebaut. Okay, und ich fange mal an mit den Spießen. Schön auch mit diesen feinen Spießen hier. Kommt ganz gut rüber, auch visuell gefällt mir das gut. Shiitake-Pilz ist mit dabei. Koriander im Spieß. Schön zart hier das Hühnchen. Saftig. Bin mal gespannt hier auf diese karamellisierten Kokoswürfel. Glänzen wunderbar. Also sind schön karamellisiert. Ah ja. Gucken wir mal. Außenrum recht knusprig so ein bisschen. Tick zu viel Zucker vielleicht, aber dem Geschmack tut es keinen Abbruch. Aber auch da, wie dort, sind diese Kokoswürfel schon sehr, sehr fest. Gibt es überhaupt eine Methode, mal ohne sie zu reiben oder ohne sie zu pressen, dass dann eher das Kokos, die Milch rauskommt, dass man Kokosnuss weich bekommt? Gibt es da aus deiner Erfahrung was? Also ich habe auch, wann habe ich das letzte Mal eine richtige Kokosnuss so richtig verarbeitet? Also ich sag mal, du kannst die trocknen, also das Fleisch, du kannst es roh hobeln. Das ist echt nicht einfach. Deswegen mache ich hier keinen großen Unterschied, sage ich mal, weil das ist einfach nicht einfach, das weich zu kriegen. Mhm. Das ist ein bisschen, gefällt mir ein Tick besser vielleicht, weil es durch die Süße ganz gut kommt, aber es ist auch ein Tick zu viel Zucker. Also, so. Jetzt gehe ich mal hier an die, an den Wirsing. Da mag jemand Zucker auch, so ein bisschen. Oder? Ist auch so leicht karamellisiert. Ja, ich habe es nicht probiert. Da merke ich jetzt den Kokos nicht so, weil da steht Kokos-Wirsing-Gemüse. Spieß gut. Da ein Tick zu viel Zucker dran an den karamellisierten Kokoswürfeln. Und das hier, ja, ist eigentlich so geschmacklich, ist das in Ordnung. Also ich muss erstmal sagen, alle drei Kandidaten haben das richtig toll gemacht, weil das ist gerade schwierig, wenn man einen Warenkorb hat und dann so Sachen drin sind, die nicht ganz einfach zu verarbeiten sind, aber auch in der Kombi. Und ich finde es auch wichtig, hier wurden auch Sachen kombiniert. Also da wurde Tofu genommen, da wurde das Hähnchen genommen, hier auch das Hähnchen. Also man hat schon ganz gut gearbeitet. Ich habe einen Favoriten am Tisch. Ja, dann sag uns das bitte. Den kann ich ganz klar sagen, weil ja, toll präsentiert, eine schöne Kombination aus wohliger Wärme und frischer, leichter Salat, sage ich mal zu. Die Kokos-Koriander-Suppe war ganz toll mit dem Salat. Toll. Jetzt ist es sehr knapp bei diesen beiden, weil die haben das beide wirklich gut gemacht. Hier
Es ist hübsch angerichtet in der Kokosschale. Kokos ist ein bisschen fest, okay, und ist ein Tick zu viel Zucker beim Karamellisieren. Sieht aber hübsch aus. Spieß ist gut. Spieß ist gut. Warte mal. Spieß ist gut mit den Pilzen und das Wirsinggemüse, da fehlt zwar der Kokos drin und ist ein Tick zu süß vielleicht oder ein Tick zu, aber ist eigentlich auch gut. Hier, da ist dieser Wirsing à la Creme. Dann ist hier diese Geschichte, diese Salsa mit den Nüssen. Auch Kokos. Kokossalsa. Kommt gut durch die Walnüsse. Da wirkt der Kokos eben, weil er nicht so dominant eingesetzt ist, wirkt dieser Kokos, auch wenn er auch zu fest ist wie da, aber wirkt ein bisschen feiner. Lässt sich auch ein bisschen besser essen. Jetzt gehe ich nochmal hier ran. Also das ist handwerklich schon sehr, sehr schön gemacht hier. Gucke ich nochmal geschmacklich. Okay, also, auch wenn hier der Wirsing ein Tick zu fest ist, gefällt mir aber dieses Gericht einfach besser. Ist auch handwerklich vom Aufwand her ganz gut gemacht hier, diese Geschichte. Und deswegen auch in der Summe, es ist schon harmonisch. Und deswegen ein Tick weiter vorne die Hähnchenfarce-Geschichte und der Wirsingmantel. So. Ja, liebe Zuschauer, so ist es. Lieber Reinhard, vielen, vielen Dank. Sorry, dass es nicht gereicht hat. Lieber Daniel, lieber Maximilian, wir sehen uns morgen wieder. Jetzt fällt mir schon mein Mikrofon aus der Hosentasche, aber das ist nicht schlimm weiter. Wir sehen uns morgen wieder im Finale. Sie wissen, es geht um den Einzug in die Champions League. Man kann aus allem etwas Leckeres kochen, oder? Machen Sie es nach. Schönen Nachmittag. Viel Spaß heute Abend und bis morgen. Tschüss. Servus.